Es gibt viele Kriminalfälle, bei denen es plötzlich eine unerwartete Wende gibt. Doch der heutige Fall ist so unglaublich, dass selbst Ermittler an Beweisen durch DNA-Proben zweifeln. Aber wie sagt man so schön, DNA lügt nicht, oder vielleicht doch? Ich wette, dass auch ihr bei diesem Fall ziemlich überrascht sein werdet. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und ich sag's euch, der heutige Fall, ich glaube wirklich, so einen verrückten Fall hatte ich in meiner ganzen YouTube-Zeit noch nicht. Und als ich diesen Fall recherchiert habe, war ich echt so, ich war so verwirrt, dass ich gar nicht mehr wusste, was ich denken soll, weil es einfach so viele Plot-Twists gab und ja, ich werde euch den Fall jetzt einfach vorstellen. Mary Louise Day kam am 19. Februar 1968 als erste Tochter von Charlotte Day und Charles Day in Little Falls, New York, zur Welt. Sie hatte zwei jüngere Schwestern namens Katie und Sherry. Mary und ihre Schwestern hatten keine einfache Kindheit, denn die Eltern sollen sich nicht so wirklich gut um sie gekümmert haben. Sie stritten sich sehr häufig, sodass die drei dann auch zu verschiedenen Pflegefamilien kam. In dieser Zeit ließen sich Mutter Charlotte und der Vater Charles dann auch scheiden. Die beiden hatten sehr, sehr oft Streit gehabt und es soll auch öfter mal körperliche Gewalt zwischen den Eltern gegeben haben. Nach der Trennung lernte die Mutter Charlotte einen neuen Mann namens William Hall kennen. Charlotte bekam in dieser Zeit auch wieder das Sorgerecht für zwei ihrer Töchter, und zwar einmal für Mary und für Katie. Die andere Schwester Sherry war von einer Pflegefamilie adoptiert worden und hatte scheinbar trotzdem noch etwas Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter und zu den Schwestern. Der Stiefvater William arbeitete als Soldat bei der US Army und war deshalb auch immer in verschiedenen Gebieten stationiert, und 1978 zog die Familie deshalb nach Hawaii, weil William eben dort stationiert wurde. Während der Zeit auf Hawaii bekam Charlotte dann noch weitere zwei Kinder, einmal William Jr. und noch eine weitere Tochter namens Billie Jean. Also zusammenfassend lebten bei Charlotte und William jetzt einmal die beiden Kinder von William und Charlotte, also die gemeinsamen Kinder, und Katie und Mary, die ja nicht die leiblichen Kinder von William, sondern nur von Charlotte waren, damit ihr noch mitkommt. Und die dritte Schwester, Sherry, lebte ja zu dieser Zeit bei einer Pflegefamilie. Nur wenige Zeit später starb dann auch der leibliche Vater von Katie und Mary. Ich weiß nicht, wie viel Kontakt sie in dieser Zeit noch zu ihm hatten. Auf jeden Fall soll er bei einem Unfall ums Leben gekommen sein und vererbte den beiden Töchtern eine Menge Geld. Allerdings sollte ihnen diese Summe erst bei ihrer Volljährigkeit ausgezahlt werden. Und Katie und Mary waren wohl nicht so wirklich glücklich bei ihrer leiblichen Mutter und bei dem Stiefvater William, sodass sie heimlich schon eine Flucht mit dem Geld planten. Im Dezember 1980 kam Mary erneut zu einer Pflegefamilie, weil herauskam, dass der Stiefvater William sie körperlich missbraucht hatte. Also, wie ich das verstanden habe, nicht im sexuellen Sinne, sondern eben ja mit Schlägen und so weiter. Zur gleichen Zeit zog die Familie wieder um, diesmal nach Kalifornien, Seaside, weil William dort nun stationiert wurde. Und Mary blieb noch einige Wochen auf Hawaii bei dieser Pflegefamilie, wurde dann aber später auch nachgeschickt und durfte wieder bei ihrer richtigen Familie sozusagen leben. Allerdings fühlte sich Mary immer unwohler in ihrem Zuhause und versuchte auch sehr, sehr häufig wegzulaufen. Allerdings wurde sie immer wieder von Polizisten aufgegriffen und nach Hause gebracht. Weitere Monate später zog die Familie dann wieder um, und dieses Mal nach New York. Die Schwester Sherry, die zu dieser Zeit ja noch immer bei einer Pflegefamilie lebte, hatte immer noch ab und zu Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter und zu den Schwestern und kam die Familie wohl auch einmal besuchen. Sie wollte unbedingt ihre Schwestern Katie und Mary wiedersehen, doch als sie dann bei dem Haus der Familie war, musste sie feststellen, dass Mary gar nicht da war. Und als sie fragte, wo Mary sei, sagte Katie nur: "Sch, sag nichts, wir dürfen nicht über Mary sprechen."
Und die Mutter erzählte dann, dass Mary fortgelaufen wäre. Niemand wüsste anscheinend, wo sie sich gerade aufhielt. Sherry bekam bei der ganzen Geschichte ein recht merkwürdiges Bauchgefühl und wunderte sich, dass die Familie nicht mehr unternommen hatte. Es war wohl scheinbar nicht so, dass Mary jetzt vielleicht mal ein paar Stunden weg war. Sie war scheinbar schon wochenlang nicht mehr da gewesen. Erst 1994 entschloss Sherry sich, ihre Schwester als vermisst zu melden, denn das hatte bisher anscheinend noch niemand getan. Sherry erzählte den Polizeibeamten von der problematischen Kindheit von ihr und den Schwestern, doch die Polizei leitete zunächst keine Ermittlungen ein, weil es zu dem Zeitpunkt kaum Anhaltspunkte gab. Es war nicht bekannt, seit wann genau Mary vermisst war. Es waren zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon mehrere Jahre. Und ja, die Polizei wusste einfach gar nicht, wo sie hätten anfangen können zu suchen. Erst im Jahr 2002 beschlossen die Ermittler dann tätig zu werden. Es wurden ehemalige Nachbarn der Familie befragt, denn die Familie war sehr, sehr oft ja umgezogen. Es gab viele verschiedene Nachbarn, aber irgendwie konnte sich niemand so richtig an die Familie erinnern, weil die Familie auch immer nur kurz an irgendwelchen Orten blieb und schon gar nicht hatte irgendjemand von Mary gewusst. Die Familie hatte auch kaum Kontakte geschlossen, also sich nirgends irgendwie einen richtigen Freundeskreis aufgebaut. Sie blieben immer sehr, sehr unter sich. Scheinbar war Mary auch nie zur Schule gegangen. 2003 besuchten Ermittler das ehemalige Wohnhaus der Familie in Fort Ord, wo Mary damals zuletzt lebend gesehen wurde. Und die Schwester Katie, die ja inzwischen auch schon lange erwachsen war, war auch dabei. Sie war erst 11 Jahre alt, als sie ihre Schwester Mary zuletzt gesehen hatte. Katie erzählte den Ermittlern dann auch, an was sie sich zuletzt erinnerte. Es musste um den 15. Juli 1981 gewesen sein. Mary und Katie waren damals an einem Nachmittag alleine zu Hause. William und Charlotte waren mit den anderen beiden Kindern zu Abendessen, also sie waren irgendwie in ein Restaurant gefahren. Und als Mary und Katie alleine zu Hause waren, ging es dem Hund der Familie, den sie damals hatten, aus irgendeinem Grund immer, immer schlechter. Der Hund starb dann auch am gleichen Nachmittag und als William und Charlotte wieder nach Hause kamen, sahen sie eben Katie und Mary mit diesem toten Hund. Der Hund war anscheinend von William, er hatte diesen Hund extrem geliebt und ist dann total ausgerastet, weil er Mary vorwarf, ich weiß nicht, ob da irgendetwas dran war an diesen Vorwürfen, den Hund vergiftet zu haben. Es kam zu einem sehr, sehr heftigen Streit. Mary sagte immer wieder, sie hätte den Hund nicht vergiftet und wollte dann auch aus dem Haus rennen. Doch William war schneller und schnappte sie und fing an, immer heftiger auf sie einzuschlagen. Mary soll sich auch gewehrt haben, also sie soll auch zurückgeschlagen haben. Aber das hielt William, der war ja ein erwachsener, kräftiger Mann, natürlich nicht davon ab, weiterhin auf sie einzuschlagen. Und Katie erzählte den Ermittlern dann, das Letzte, was sie von Mary gesehen hatte, war, wie sie blutend im Flur stand, also ihr kam irgendwie Blut aus dem Mund. Danach ist Katie dann ins Bett gebracht worden und wusste nicht mehr, was passiert ist. Am nächsten Morgen war Mary dann einfach weg und Katie fragte ihre Mutter Charlotte, wo Mary abgeblieben war. Und die Mutter sagte einfach nur, dass Mary weggelaufen ist. Außerdem fügte die Mutter Charlotte hinzu, dass sie nicht wollen würde, dass irgendjemand den Namen Mary noch einmal in den Mund nahm. Nachdem Mary verschwunden war, hatten William und Charlotte den Kindern immer wieder gesagt, sie sollten von einer ganz bestimmten Ecke bei einem Baum im Garten nicht mehr spielen. Sie sollten sich einfach fernhalten. Das kam den Kindern damals natürlich auch etwas komisch vor, aber sie hinterfragten das Ganze nicht weiter, denn wenn sie das taten, wurde besonders William sehr, sehr wütend. Ja, und so langsam wurde der Polizei dann auch klar, dass sie es nicht mit einem Fall von einer Person zu tun hatten, die einfach weggelaufen war, sondern dass sie es mit großer Wahrscheinlichkeit mit einem Mordfall zu tun hatten. Die Polizisten gingen dann auch zu dem Haus, wo die Familie zum Zeitpunkt lebte, als Mary eben verschwand,
und sie suchten dort mit Kadaverhunden den Garten ab. Und tatsächlich schlugen die ganzen Hunde, die sie dabei hatten, alle bei der gleichen Stelle an. Es war zufälligerweise auch genau die Stelle, wo die Kinder, als sie noch klein waren, nicht hingehen sollten. Die Polizisten fingen an zu graben und fanden auch schnell etwas. Sie fanden einen kleinen Mädchenschuh. Sie gruben dann weiter, aber fanden sonst nichts mehr. Keine Knochen, keine sonstigen sterblichen Überreste. Die Ermittler wollten nun auch unbedingt mit William und Charlotte sprechen. Die beiden waren anscheinend noch immer ein Paar und lebten mittlerweile in Kansas. William war kein Soldat mehr, sondern arbeitete nun als Justizvollzugsbeamter in einem Gefängnis in Kansas. Charlotte war dann auch tatsächlich als erstes bereit, mit den Ermittlern über Mary zu sprechen. Und dieses Gespräch war auch schon etwas merkwürdig. Die Ermittler wussten sofort, dass es irgendetwas gab, was Charlotte wusste, was sie allerdings nicht so wirklich erzählen wollte. Sie sagte, im Leben bereut man vieles. Wenn man zurückdenkt, hat man oft das Gefühl, man hätte die Dinge anders machen können. Dann bekam sie auch Tränen in den Augen und man fragte sie dann, wo sie Mary zuletzt gesehen hätte. Daraufhin sagte sie 1981, kurz bevor sie weglief. Sie sagte außerdem, dass Mary ein Mädchen war, das man so gut wie gar nicht bändigen konnte. Also sie lief wirklich ständig davon, hielt sich nicht an Regeln und war einfach auch sehr, sehr schwer zu erziehen. Dann fragten die Ermittler, ob sie irgendetwas getan hätten damals, um Mary zu finden. Und daraufhin sagte die Mutter, wir hätten etwas tun sollen und sie wüsste nicht mehr so ganz genau, ob sie Mary als vermisst gemeldet hatten. Also William hatte anscheinend zu ihr gesagt, ja, wir haben Mary als vermisst gemeldet, aber sie konnte sich dann nicht mehr dran erinnern. Und ich muss echt sagen, dass ich bei dieser Aussage extrem verwundert war, weil ich mir so denke, also das eigene Kind läuft weg und man kann sich nicht mehr daran erinnern, ob man das Kind als vermisst gemeldet hat. Also ja, das Ganze ist schon etwas merkwürdig. Auch der Stiefvater William wurde im April 2003 befragt und dieses Interview ist wirklich sehr, sehr interessant. Er erzählte zuerst, dass es ungefähr im Sommer 1981 war, als er abends bei den Kindern ins Zimmer geschaut hat. Er wollte einfach sehen, ob die Kinder schliefen. Und Mary lag zu dem Zeitpunkt nicht mehr in ihrem Bett. Also sie war einfach verschwunden. Er rief dann sofort seine Frau Charlotte. Er bekam Panik. Aber Charlotte sagte einfach nur, du weißt doch, dass Mary immer wegrennt. Also anscheinend hat sie das gar nicht mehr wirklich interessiert. Ermittler sprachen William dann auch auf die Geschichte mit dem vergifteten Hund an, die sie ja von Katie zu hören bekommen hatten. Und daraufhin änderte William seine Version und erzählte dann auch, dass Mary damals mehrfach versucht hatte, diesen Hund zu vergiften und dass sie es im Endeffekt ja auch geschafft hatte und dass er daraufhin eine extreme Wut auf sie entwickelt hatte. Sie wollte an dem besagten Abend aus dem Haus rennen, aber er schnappte sie und schlug auf sie ein. Das deckt sich ja jetzt auch mit der Geschichte, die Katie erzählt hatte. Die Ermittler fragten auf einer Skala von 1 bis 10, wie wütend warst du damals? Und er sagte 15. Dann sagten die Ermittler, du hast sie getötet. Und er sagte, nein, ich habe sie nicht getötet. Aber meine Frau Charlotte sagte am nächsten Tag zu mir, dass sie Satan in meinen Augen gesehen hat, als ob ich von einem Dämonen besessen war. Und das war für die Ermittler natürlich ein Punkt, wo sie merkten, okay, da ist etwas und es war ja schon wie so ein indirektes Schuldeingeständnis. Die Ermittler fragten dann, ob dieser Dämon Mary umgebracht hatte. Und William sagte dann, ja, es könnte der Dämon gewesen sein, der sie getötet hat. Also mit anderen Worten, William hatte schon zugegeben, dass er Mary umgebracht hat, aber in dem Moment war er einfach so voller Hass, dass er nicht mehr so wirklich Herr über sich selbst war und dass er das eigentlich gar nicht wollte. Ja, und somit hatte die Polizei zwar kein direktes Geständnis und noch keine richtigen Beweise, aber sie wussten auf jeden Fall, dass sie auf der richtigen Spur waren. Doch dann passierte etwas sehr Unerwartetes. Phoenix, Arizona, November 2003.
also nur wenige Monate nachdem William und Charlotte verhört worden waren. Zu dieser Zeit machten Polizisten in Phoenix routinemäßige Verkehrskontrollen und sie hielten dabei auch einen Truck an, der mit einem gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. Und die Fahrerin sollte daraufhin auch die Papiere an die Polizei geben. Noch am gleichen Abend bekam ein zuständiger Ermittler im Fall von Mary Day einen Anruf. Es waren Ermittler aus Arizona. Man hätte Mary Day gefunden, lebendig. Es war plötzlich, als ob eine Tote wieder auferstanden wäre, als ob sie aus dem Nichts einfach wieder da war. Aber natürlich gab es auch noch Zweifel. Zuständigen Ermittlern aus Seaside wurde dann auch ein Bild von dieser aufgefundenen Frau zugeschickt und tatsächlich hatte sie große Ähnlichkeit mit Mary Day. Es gab ja inzwischen auch Age-Progressing-Bilder, also wie Mary wahrscheinlich aussehen würde, wenn sie noch am Leben wäre. Und ja, diese Frau sah dem sehr, sehr ähnlich. Diese Frau hatte eine gültige Arizona State ID, also einen gültigen Ausweis. Und diese ID wurde erst 3 Wochen zuvor ausgestellt. Und das war etwas merkwürdig, denn genau zu diesem Zeitpunkt wurden auch die offiziellen Mordermittlungen im Fall von Mary Day eingeleitet. War sie also eventuell eine Trittbrettfahrerin, die sich einfach wichtig machen wollte? Auf ihrer ID stand der Name Mary Louise Day und ihr Geburtsdatum, 19. Februar 1968. Die besagte Mary Day, die nun in den Medien auch Phoenix Mary genannt wurde, weil man sie eben dort aufgefunden hatte, wurde befragt und sagte, sie wäre als Teenagerin von ihrer Mutter Charlotte und ihrem Stiefvater William weggelaufen. Doch irgendwie war das Ganze für die Polizei so unglaubwürdig, denn sie waren sich zu 99% sicher, dass Mary Day damals von ihrem Stiefvater umgebracht wurde. Ja, man konnte das gar nicht glauben. Sie wurde dann auch zum Tag ihres Verschwindens befragt, was natürlich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr lange her war, denn sie war ja angeblich 1981 von ihrer Familie weggelaufen und mittlerweile war es das Jahr 2003, also 22 Jahre später. Die angebliche Mary Day sagte, sie wusste nicht mehr genau, was passiert war. Sie konnte sich daran erinnern, dass ihr Stiefvater ihren Kopf gegen einen Tisch schlug und dass er eben sehr, sehr wütend war. Danach wusste sie auch nicht mehr, was passiert war, denn vermutlich wäre sie ohnmächtig geworden. Als man sie dann auch auf die Geschichte mit dem Hund ansprach, hatte sie auch keine Ahnung, wovon die Polizisten redeten. Also sie konnte sich da tatsächlich überhaupt nicht dran erinnern. Das Ganze war dann auch sehr merkwürdig für die Polizisten und sie konnten dieser Frau die Geschichte definitiv nicht abkaufen. Die angebliche Mary Day sagte dann auch, wenn ihr nach meinem leblosen Körper sucht, wer zur Hölle bin dann ich? Doch es gab keine Aufzeichnungen über ihr vergangenes Leben. Es war wirklich, als ob sie aus dem Nichts aufgetaucht war. Und sie sagte dann auch noch, sie hätte längere Zeit unter dem Namen Monica Devereaux gelebt. Ermittler hegten jedoch weiterhin Zweifel an dieser Geschichte. Daraufhin sagte die angebliche Mary Day dann auch nochmal, dann bin ich jetzt halt tot und ihr könnt weiter nach mir suchen. Sie wirkte auf jeden Fall sehr, sehr frustriert, denn ja, sie wollte unbedingt beweisen, dass sie Mary Day war, aber niemand glaubte ihr. Und da hatte die Polizei eine eigentlich relativ naheliegende Idee, denn sie sagten, okay, dann versuchen wir dir jetzt zu glauben, wir können das Ganze ja einfach testen, indem wir einen DNA-Test machen mit der Mutter Charlotte, um zu sehen, ob diese angebliche Mary Day tatsächlich die Tochter von der Mutter, von der richtigen Mary Day, Charlotte war. Die Polizei nahm dann also eine DNA-Probe von Charlotte und von der angeblichen Mary Day und sie waren sich ganz sicher, dass es natürlich kein Match geben würde. Doch sie irrten sich und es gab ein Match und diese angebliche Mary Day war tatsächlich die Tochter von Charlotte. Sie hatten Mary Day also gefunden und zwar lebendig und somit ist der Fall ja eigentlich abgeschlossen.
oder etwa nicht. Die beiden anderen Schwestern, Sherry und Katie, nahmen dann auch wieder Kontakt zu Mary auf. Sie wollten natürlich unbedingt wissen, was aus ihrer älteren Schwester geworden war und wie es ihr all die Jahre ergangen war. Sherry ließ sie sogar bei sich wohnen. Doch sie fand, dass ihre Schwester Mary irgendwie komisch war, von der ganzen Art her. Ich meine, natürlich, es waren mehr als 20 Jahre vergangen, aber irgendetwas stimmte trotzdem nicht. Außerdem hatte Mary einen sehr, sehr merkwürdigen südlichen Akzent, den sie definitiv nicht als Kind gehabt hatte. Mary behauptete dann, sie hätte einfach längere Zeit in einer südlichen Gegend der USA gelebt, wo die Leute nun mal so einen Akzent hatten, und da hatte auch sie sich diesen Akzent angeeignet. Doch Experten sagen, dass wenn sie bis zu ihrem 13. Lebensjahr, also zu dem Zeitpunkt, als sie weggelaufen war, noch nicht so einen Akzent hatte, dann wäre es auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie sich diesen Akzent noch später angeeignet haben könnte. Auf jeden Fall in einer so ausgeprägten Art und Weise. Ermittler sprachen Mary dann auch auf ihren Akzent an und sagten, dass das Ganze irgendwie nicht so recht zusammenpassen würde und dass sie irgendwie trotzdem nicht glauben konnten, dass sie die richtige Mary Day war. Und ja, Mary sagte daraufhin, ihr habt doch jetzt einen DNA-Beweis, was wollt ihr noch? Also es gab ja einen Beweis. Doch sogar ihre Schwestern, Sherry und Katie, zweifelten ihre Identität trotz DNA-Test weiterhin an. Irgendetwas war einfach komisch an ihr. Und 2008 gab es dann den nächsten großen Plot-Twist. Polizisten der US Army aus Fort Ord riefen bei den Polizeibeamten in Seaside an, die noch immer für den Fall von Mary Day zuständig waren. Bei der Militärbasis in Fort Ord hatte man aufgrund eines anderen Falles, also eines unabhängigen Falles, ich weiß nicht genau, worum es da geht, Kadaverhunde eingesetzt. Und mit diesen Kadaverhunden wurden hunderte Soldatenhäuser abgesucht. Und bei einem einzigen Haus schlugen diese Hunde dann auch an. Und ihr könnt ja mal raten, wer mal in diesem Haus gelebt hat. William, Charlotte und die Kinder. Dieses Haus hatten sie erst nach Marys Verschwinden bezogen. Also die Polizisten hatten ja schon einmal in einem Garten der Familie gegraben, wo die Familie eben mal gelebt hat. Aber das war nun ein Haus, wo sie erst später eingezogen waren. Die Polizisten gruben und gruben wieder an der Stelle, wo die Hunde eingeschlagen hatten, doch fanden erneut nichts. Die Ermittler spekulierten daraufhin, ob William vielleicht bei jedem Umzug die Leiche von Mary Day wieder ausgegraben und beim anderen Haus neu vergraben hatte. Aber wenn sie wirklich tot war, wer war dann diese angebliche Mary Day aus Phoenix? Sie war schließlich nachweislich die Tochter von Charlotte. Ja, und daraufhin stellten die Ermittler eine weitere Theorie auf. Sie glaubten, dass Charlotte vielleicht noch eine weitere Tochter hatte, von der nie jemand etwas wusste. Vielleicht hatte Charlotte diese Tochter direkt nach der Geburt an eine andere Familie gegeben. Der Theorie nach haben Charlotte und William die heimliche Tochter dann kontaktiert und ihr aufgetragen, sie solle sich als Mary Day ausgeben, damit die Ermittlungen gegen die beiden wieder eingestellt werden würden. Wahrscheinlich hatten sie ihr dann einfach Marys Geburtsurkunde geschickt, damit sie sich einfach einen Ausweis in Marys Namen machen konnte. Als Belohnung hatte man ihr vielleicht das Erbe von dem leiblichen Vater von Mary Day versprochen, was ja noch nicht ausgezahlt wurde. Und es handelte sich dabei anscheinend um eine Summe von 60.000 US-Dollar. Beweise für diese Theorie gab es jedoch nie. 2017 waren die Schwestern Sherry und Katie dann noch immer auf der Suche nach Antworten und der endgültigen Lösung des Falles. Und die Zeit lief davon. Die angebliche Mary lebte inzwischen nicht mehr bei Sherry, sondern in einem eigenen kleinen Häuschen und sie war an Krebs erkrankt. Es sah nicht gut aus. Ihr gesundheitlicher Zustand wurde immer und immer schlechter. Sherry beschloss, noch einmal zu ihr zu fahren, um mit ihr zu sprechen. Ich weiß nicht, was in der ganzen Zwischenzeit passiert ist. Ich glaube, Sherry und die andere Schwester Katie hatten dann wieder nicht mehr so viel Kontakt zu Mary, weil sie eben nicht glaubten, dass es die richtige Mary Day war.
Also sie hatten sich wieder so ein bisschen aus den Augen verloren. Schließlich war es ja zu dem Zeitpunkt auch schon wieder 14 Jahre her, dass die angebliche Mary Day aufgetaucht war. Mary erzählte bei diesem Gespräch, sie hätte sich nach ihrer Flucht damals Monica genannt, also das hatte sie ja auch schon mal erzählt, und hätte dann eine ältere Frau namens Murray kennengelernt. Diese besagte Murray Kimmel konnte dann tatsächlich auch ausfindig gemacht werden. Und sie erzählte, dass sie Monica, also Mary Day, als kleines Mädchen kennengelernt hatte. Murray hatte damals schon zwei eigene Töchter, aber schloss Monica bzw. Mary direkt ins Herz. Murray konnte den Ermittlern sogar ein Foto von Mary geben, das ein Jahr nach dem angeblichen Mord gemacht wurde. Und es konnte anscheinend zu 99% bewiesen werden, dass dieses Mädchen auf dem Foto tatsächlich Mary war. Murray nahm das Mädchen dann bei sich auf und gab ihr das erste Mal eine liebevolle Familie. Und es soll wirklich ein sehr, sehr schönes Zuhause für Mary gewesen sein. Doch eines Tages ungefähr, als sie schon ein Jahr bei Murray lebte, war Mary, aka Monica, dann plötzlich von einem Tag auf den anderen fortgelaufen. Murray war sehr, sehr traurig, aber sie meldete das Mädchen auch nicht als vermisst. Sie hatte ja auch nicht mal irgendwie einen richtigen Namen von ihr oder ja, sonst was. In den folgenden Jahren lebte Mary dann in vielen verschiedenen Orten in den USA ohne Papiere und ja, sie schlug sich einfach so durch. Lange Zeit war sie dann eben auch im Süden der USA, wo sie sich diesen südlichen Akzent eben angeeignet hatte. Im Jahr 2003 brauchte sie dann anscheinend das erste Mal einen richtigen Ausweis, weil sie dort operiert werden musste. Und kurz darauf hatte man sie ja auch bei einer zufälligen Polizeikontrolle entdeckt. Sie hatte kaum Erinnerungen an ihre Kindheit, deswegen wusste sie auch nichts mehr von diesem vergifteten Hund oder was genau an dem Tag passiert war, bevor sie weggelaufen war, weil sie eben stark traumatisiert war. Das hört man ja auch häufiger, dass erwachsene Leute, die eine schwere Kindheit hatten, oft nicht mehr viele Details aus dieser Zeit wissen, weil das einfach ein Schutzmechanismus des Gehirnes ist. Es will sich einfach nicht mehr an diese schlechten Sachen erinnern. Außerdem soll Mary sehr, sehr viel Alkohol getrunken haben, weshalb ihr Gehirn auch ein bisschen Schaden genommen hat. Die Schwester Sherry hatte nun endlich Antworten gefunden und war dann mittlerweile doch überzeugt, dass es sich bei dieser Frau tatsächlich um ihre Schwester Mary Day handelte. Die Ermittler können allerdings noch immer nicht so wirklich glauben, dass diese Frau wirklich die richtige Mary Day ist. Der ganze Fall ist einfach so verworren und bis heute gibt es noch so viele Fragen, die nicht wirklich aufgeklärt wurden. Ende 2017 starb Mary Day an ihrer Krebserkrankung. Ja, und das war's mit diesem wirklich unglaublichen Fall. Ich hoffe so, so sehr, dass ich es alles gut erzählt habe und dass ihr da mitgekommen seid. Also ich muss echt sagen, also ich habe noch nie von so einem krassen Fall gehört. Vor allen Dingen diese unerwartete Wende, nachdem der Stiefvater William das eigentlich ja schon gestanden hatte, dass er Mary umgebracht hat. Und dann auf einmal taucht sie einfach durch einen Zufall lebendig wieder auf. Und ich meine, was ist das für ein krasser Zufall? Einfach bei so einer random Polizeikontrolle wird sie einfach da rausgefischt und dann ist das einfach eine Frau, die seit über 20 Jahren tot geglaubt ist. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was ich glauben soll. Also ich denke schon auf jeden Fall, dass diese Person, die gefunden wurde, die richtige Mary Day ist. Aber ja, auf der anderen Seite gibt es auch Fragen, die man sich einfach nicht erklären kann. Und zwar, warum hat der Stiefvater William den Mord an Mary quasi gestanden? Obwohl er sie gar nicht umgebracht hat. Das ist, finde ich, total irre. Und dann auch noch diese Kadaverhunde. Das ist natürlich nochmal eine noch größere Frage, warum die bei zwei verschiedenen Häusern der Familie angeschlagen haben. Und man hatte ja sogar in diesem einen Garten einen kleinen Mädchenschuh gefunden, wo man ja auch bis heute nicht weiß, wozu der gehört. Die Polizisten haben anscheinend auch gesagt, dass man anhand dieses Schuhs erkennen konnte, dass
mit dem Schuh eben auch irgendetwas Menschliches vergraben worden sein musste. Also ganz, ganz verrückt. Ja, und dann auch noch die Sache, dass die Mutter Charlotte ihre Tochter anscheinend nie als vermisst gemeldet hat, was ja auch sehr, sehr komisch ist. Ich meine, welche Mutter tut sowas? Aber vielleicht war ihnen das einfach zu anstrengend und sie hatten einfach keine Nerven mehr, immer auf Mary aufzupassen, weil sie ja eh dauernd weglief. Und vielleicht dachten sie sich ja einfach, okay, vielleicht ist es besser, wenn sie einfach wegbleibt und ja, wir uns nicht mehr um sie kümmern müssten. Also könnte ich mir so vorstellen. Ja, und die Polizei hatte ja auch noch die Theorie, dass die Mary Day eben eine heimliche Tochter von Charlotte war, also eine nochmal eine andere Tochter. Und dass sie vielleicht, ja, das so inszeniert hat, dass sie jetzt wieder als Mary Day lebendig auftaucht, damit eben nicht weiter gegen Charlotte und William ermittelt wird. Allerdings, da frage ich mich auch wieder, dann wäre die angebliche Mary Day ja selber zur Polizei gegangen und hätte gesagt, hier, ich bin wieder da, ich bin Mary Day. Aber sie wurde ja auch nur durch eine zufällige Verkehrskontrolle gefunden. Ich muss sagen, dieser Fall hat mich extremst verwirrt. Also ich finde diesen Fall einfach so merkwürdig. Irgendwo ist er ja geklärt. Aber wie gesagt, warum diese Kadaverhunde angeschlagen haben und wem dieser Schuh gehörte, das bleibt ja bis heute ein Rätsel. Und auch dieses Geständnis vom Stiefvater passt da ja auch irgendwie überhaupt nicht zu. Also ja, ganz, ganz komische Geschichte. Ich bin super, super gespannt auf eure Meinung zu diesem Fall. Ich glaube, diesmal gibt es wirklich viel, viel zu spekulieren und zu rätseln. Ja, es ist einfach so krass. Also schreibt fleißig eure Gedanken in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal hoffentlich gesund und munter wieder.